Hallo, ich bin's mal wieder, Joshua von Bpod Gaming, und ich heiße euch heute ganz herzlich willkommen zu einem, ja, kleinen Pack-Opening. Das gab es ja von mir noch gar nicht bei Bpod Gaming auf dem Kanal, und deswegen habe ich mir gesagt, ist schon mal ein Philipp Lahm und ein Lukas Podolski in Form, ein Lukas Podolski Second in Form, in den Packs, dann will ich auch mal ein bisschen Münzen dafür raushauen. Wir gehen mal einfach in den Shop. Im Team of the Week sind, unter anderem Philipp Lahm, Podolski, Hamšík in Form und auch der Brasilianer DD in Form. Dieser dieser overpowered Innenverteidiger. Ich glaube, ihr wisst schon, wen ich meine. Wir öffnen hier einfach mal das erste Pack für 7500 Münzen. Ich habe mir jetzt keine Grenze gesetzt. Bruno haben wir gezogen. Wie viel Münzen ich ungefähr ausgeben werde, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall war das erste Pack hier echt für den Arsch. Aber das ist man ja gewohnt. Da darf ich mich so früh noch nicht aufregen. Da werden sicherlich noch andere solcher Packs kommen. Diese Karten kann man hier alle nehmen. Den Rest kann man abstoßen. Ich denke mal, wir werden so zwischen 5 und 10 Packs ziehen. Außer wir ziehen jetzt hier nur so einen Müll, dann könnte das auch schneller vorbeigehen. Yangam Beaver ist leider nicht in Form. Ist ein geiler Spieler, muss ich sagen. Aber bringt auch nicht so viel ein. Wir packen ihn trotzdem mal auf den Tauschstapel. So, die Verträge, das ist natürlich das Gute an dem Pack-Opening. Man hat immer danach genug Verträge drin. Den Rest kann man eigentlich schon alles abstoßen. Schon wieder 7500 Münzen in den Sand gesetzt. Und der nächste, Boop. Mal schauen, wer es wird. Und Stekelenburg von AS Rom. Spielt, glaube ich, noch. Ah, er ist gewechselt. Oh ja, er ist gewechselt zu Fulham. Auch sehr schön zu wissen. Die Verträge nehmen wir natürlich hier wieder mit. Doch. So. Aber bisher, wir ziehen auch hier ziemlich schnell die Packs. Also, wir können das auch mal ein bisschen langsamer machen. Dann ist das Pack-Opening nicht so schnell vorbei. Nee, komm, wir nehmen jetzt mal einen bekannten Spieler, Benzema, hier. Komm, rein da mit dir. Und wen bekommen wir? Bradley. Ja, schade. Bradley, okay, alles wieder hier noch nicht mal selten sind sie. Meine Fresse. Hier dieser schwarze Ball, dazu kann ich mal ganz kurz was sagen. Mich nervt es übrigens echt, wenn wir bei meinem Gegner spielen und er einen schwarzen Ball hat. Weil, ja, dann kann man die Flugkurven gar nicht so richtig sehen. Man sieht den Ball nicht so gut. Und ja, das geht mir immer ziemlich auf die Eier. So, nächster Marquisio. Come on, bring uns Glück, Marquisio. Ibabo. Ja, ist ein guter Spieler, aber bringt ebenfalls leider nicht so viel ein. Was ist das denn? Musona? Woher kommt der denn? Zimbabwe. Ah. Ibabo leider nicht. Cissé ist gewechselt. Russische Liga. Ah. Kuban Krasnodar. Den nehmen wir mal mit im 4-4-2. Kann was einbringen. So. Verträge wieder rein. Was ist da los? Ich bekomme so wenig von den Wechseln mit. Hier diese ganzen Kits und sowas brauchen wir nicht. Ich würde mal sagen, wir ziehen jetzt noch zwei Packs. Und dann dürfte es das gewesen sein. Weil, so viel raushauen möchte ich hier auch nicht, meine Münzen. Unnötig. Ja, Gielke haben wir gezogen. Der hat ja ein Team of the Season. Aber bringt, glaube ich, normal gar nichts ein. Ja, da haben wir noch eine Team-Fitness, eine Silber-Team-Fitness. Die können wir auch mitnehmen. Also haben unseren Fitness- und Verträgebereich gut aufgebessert. Ansonsten 5-3-2-Karten bringen natürlich nichts ein. 1400 Münzen kriegen wir noch durchs Abstoßen. Und jetzt das letzte Pack nochmal mit Marquisio drauf. Ja. So. Und Wollscheid, ja. Leider keine Inform. Ich bin leider nicht so der Glückliche bei Pack Openings. Aber nochmal haben wir eine Silberteam-Fitness. Das ist doch auch ganz nice. Da kann man sich nicht beschweren. Und ja, das war's von mir. Wir haben leider keinen wirklich guten Spieler, geschweige denn einen Inform gezogen. Dafür haben wir ordentlich Kohle rausgehauen. Ja, ich kann immer nur wieder an euch appellieren, kauft euch keine Packs außer sowas, wenn ihr so ein paar Münzen habt und FIFA 14e vor der Tür steht. Das ist mir momentan eigentlich egal. Wir können Pack-Openings auch mal öfters machen. Und wisst ihr was, ich habe gerade Lust, wir ziehen einfach nochmal ein Pack, weil ich einfach gerade lustig bin. Funny! Immerhin mal einen Spieler gezogen. Oh, als Stürmer 49 Pace zu haben, ist auch nice, du. Nee, aber Funny bringt leider auch nichts. Ja, okay, das war jetzt eine blöde Sache, dass ich hier doch nochmal zugeschlagen habe. Schlechter geht das Pack wahrscheinlich gar nicht mehr. So, jetzt aber Schluss. Holt euch einfach keine Packs.
nur rausgeschmissenes Geld. Wenn ihr aber mehr Pack-Openings sehen wollt, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Und ihr könnt auch natürlich auch mal drunter schreiben, ob ihr schon einen Inform oder sowas gezogen habt. Ich bin erstmal raus. Bis dann, euer Sandmann HD. Auftritt bei EATV hatte und Malte hat das Ganze so ein bisschen aufgenommen, ein bisschen gefilmt und sowas, alles ein bisschen Backstage. Und Georg...